Hallo! Super durchtrainiert. Hallo! Moin! Alles klar, Penner. Hi, willkommen zurück. Auf jeden Fall zu, was ist los? Ich verstehe es. Hä? Ich verstehe euch gerade nicht, aber gut. Persona 5 steht an. Ich hab gar keinen Bock. Angeln, danke für den Raid. Ich bin gerade komplett verwirrt. Ich habe unendlich Kanalpunkte tatsächlich. Warum haben Tobi und Leon die gleiche Nase? Ich verstehe es nicht. Ich bin verwirrt. Danke für den Raid. Ja. Die Kanalpunkte, die hörst du gerade auf dem Kopf waren. Ah, wie geht's euch? Da wird ein schöner Stream. Passt alles technisch? Ich hoffe, ja. Er hat die doch gemacht, Tobi. Er hat deine Keyboard gemacht. Ich möchte den Angelteich nutzen. Und das Ziel ist es, 100.000 Punkte jetzt zu machen. Ich hab keinen Bock. Ich hoffe, ich schaff das irgendwie. Komm, ich hab nur kleine Köder. Ich hab auch mittlere hier. Was ist das für eine Nachricht? Wo kommt die her? Die verwirrt mich. Ich hab keine Ahnung, wie Angeln funktioniert, aber wir machen einfach mal. Keine Ahnung. Ja, den Fisch da. Möchte ich haben. Naja, hat er mit Ausrufezeichen gemacht, was er falsch war. Dann habe ich das auf Backslash korrigiert. Und das hat dann funktioniert. Alter Angeln. Bin ein kleiner Jokester. Hab sie abgetippt, keine Sorge. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, ich angel einfach mal so. Problem ist halt, ich muss ja dann immer wieder neue Köder kaufen, auch mit den Punkten. Das heißt, selbst wenn ich nur 1000 Punkte habe, kann ich dann die Belohnung nicht kaufen. Das ist dann so ein bisschen blöd. Mit den Punkten hier. Also wollten wir eigentlich von den 100.000 Punkten halt, gibt das eine Belohnung, mir halt kaufen, die halt für den Kampf anscheinend ziemlich gut ist, aber naja. Wenn ich mir zwischendrin immer neue Samen kaufen muss, ist ein bisschen doof. Mittlere. Kann ich damit einen mittleren Köder? Kriege ich das mit einem mittleren Köder? Nee. Sorry, ich bin gerade irgendwie ein bisschen, verwirrt. Ich trinke das Wasser, Saskia. Ich muss noch kurz diesen einen Fisch an Land holen. Muss ich eigentlich tippen? Ja. Einfacher als das Angeln in Stardew Valley auf jeden Fall. Mach das, Leon. Ich trinke einen Schluck. Ich hab keine Apfelschorle mehr, deswegen trinke ich das Wasser. Meine Güte. Aber ja. Bald ist 12 Stunden Stream. Mit Maus. Ja, irgendwann hol ich es mir für Steam, wenn ich es auf der Playstation alles habe. angeln wir weiter. Hast du das Fischbuch gelesen? Ja, hier, habe ich es. Ich weiß nicht, was mir das bringt. Tatsächlich, das Adlerauge hier. Aber habe ich es gemacht. Ich hab die beste Angel und das Buch gelesen. Ah, okay. Doppelpunkte sehe ich dann. Also die gelben da oben. Geben die großen nicht generell mehr? Ich fange jetzt mal den hier. Mit den kleinen Ködern muss dann eh die kleine fangen. Aber ja, prinzipiell ist der Plan, okay, das Angeln, das Achievement bekommen.
Aber ich würde auch, also prinzipiell, wenn noch Zeit ist, ne, dann könnten wir noch die Zwillinge verprügeln. Wo ich dann potenziell auch den Schwierigkeitsgrad runterstelle, so. Da werde ich mir dann auch nichts rausnehmen. Oh, ich hasse es. Das auf Stadio werde ich auch angenehmer. Ein Stadio werde ich angeln mit einer Maus. Zum Ende sein. Stellt sich mir doch eigentlich ganz gut vor. Das ging schnell. Ich glaube, ich krieg nochmal neue Köder von den Typen geschenkt, ne? Ja, guck mal, jetzt leuchtet hier auch ein großer Golden. Oh, hier, da hinten, der da hinten. Geht wahrscheinlich zum Genshin oder Honkai oder Hentai Star Rail. Weil der glitzert nicht, nur der ist einfach nur golden. Naja, ich nehme ihn trotzdem. Muss wirklich glitzern, hast du glaube ich geschrieben, ne? Komm, wer von euch will. Und bei Persona 5 Taktiker mal an den Honkai Star Rail denken. An mir glitzert keiner, dann nehme ich dich hier. By the way, habe ich schon über Ausrufezeichen 12 Stunden gesprochen? Habe ich, glaube ich, aber da seht ihr noch nichts. Oh, ich muss da Marvin noch was Unangenehmes fragen. Das ist überhaupt nicht unangenehm. Angeln! Lol. Funktioniert das? Müsste eigentlich, man konnte die PlayStation 1 schon eine Maus anschließen. Und sollte das später nicht funktionieren. Das ist doof. Das ist jetzt doof. Aber das habe ich tatsächlich schon so ein bisschen befürchtet. Das habe ich schon so ein bisschen befürchtet. Ich bin fertig. Ich glaube, ja, dann... das ist kacke. Das ist richtig kacke. Ich dachte, ich könnte endlos. Also, ich hatte den Verdacht, dass es nicht funktioniert, aber es hatte die Hoffnung, dass es funktioniert. Das ist halt jetzt wirklich so ein bisschen blöd. Ich kann es eigentlich auch jetzt fragen, keine Ahnung, was ich mich das wieder anstelle so. Ja, Schnauze, ich will angeln. Ja, Schnauze, ich will angeln. Hier angeln. Das ist nicht leicht, aber du hast viele seltene Fische gesehen. Ja, wir gucken mal, ne? Aber ich glaube, dann das komplette Angeln. Ha, das schaffe ich dann heute wahrscheinlich doch einfach gar nicht, ne? Aber wir machen einfach mal so ein bisschen, ne? Da geht es wahrscheinlich auch einfach irgendwann an zu Caroline, Justine und Plätti dann so. Ich denke mal, das ist ein ganz sinnvoller Plan. Angeln, angeln. Ja, weiter angeln, ne? Ja, guck mal, hier leuchtet was. Ich brauch große. Ja, die glänzen auch. Also mein Plan funktioniert sowieso nicht. Weil ich halt auch einfach mir Köder kaufen muss. Und dann verliert er wieder Punkte und ist halt so ein bisschen doof, so, ne? So ein bisschen.
Nee, was ich prinzipiell fragen wollte, war, ich hab halt Lust im Community-Teil von meinem 12-Stunden-Stream halt im Pummelparty erst 2 Stunden zu spielen, danach 2 Stunden Stadio, nicht Stadio, sondern Ultimate Chicken Horse und naja, ich wollte dich fragen, ob du Speicherplatz dafür hast. Angeln. Finde ich gut. Ich weiß nicht, dass du mir jetzt ergeben könnte, jetzt dann auch noch Platz für 5 weitere Leute. Wovon ich nicht ausgehe, aber ne. Hat einfach mal wieder Bock auf das Spiel. Roter Fisch. Angeln. Fummelparty. Könnt ihr bitte. Ich hoffe. Könnt ihr bitte aufhören, diese Nachricht zu schicken? Diese Fehlermeldung. Macht mich unglücklich. Oder so. Fragt nicht warum, aber ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl mit dieser Nachricht. Aber ich mach das einfach so wie ich Lust habe. So ist ja doch ganz gut, dass ich nicht alles am Stück machen muss. Max, hast du schon getrunken? Ja. Ich trinke gerne nochmal. Scheiß Kampf nochmal. Oder hätten wir das auf jeden Fall geklärt? Image.png. Keine Ahnung. Ich habe den Teil in Discord, weil es ein bisschen irritierend ist. Da dachte ich, Leon hätte die Nachricht selbst geschrieben. Da war ich ein bisschen irritiert. Na gut. Ich will Endless angeln. Ich will den haben. Kurz weg. Tschüss. Ja, diesen Preis hier, ne? Ich wollte mir eigentlich diesen Preis hier holen. Was halt Quatsch lassen war, ne? Lass Abzeichen, lassen wir einfach Abzeichen sein. Weil da müsste ich dann noch mehr als 100.000, jetzt muss man ja wie gesagt auch, ne? Köder kaufen. Verdächtiger Köder. Komm, kauf mal. Ich werde auch so ein bisschen aufcammen, also sprich auch außerhalb des Let's Play einfach mal so ein bisschen angeln. Komm hier, verdächtiger Köder. Ich will dich da haben. Bei Regen gibt es nur selten. Gibt's Sinn? Dann wechsle ich mal den Köder. Komm hier, ich will es haben. Natürlich doof, wenn ein anderer Puff anbeißt, ne? Deswegen finde ich dieses Ködersystem auch richtig. Ja, keine Ahnung. Aber ja. Ganz einfach nebenbei immer so ein bisschen. Spiel ohne euch so. Ich habe nochmal 500 Punkte für den Fisch gemacht, naja, Mann. Ich bin fertig. Ist alles deprimierend hier. Ich wollte noch einmal mit euch in den Schlagkäfig gehen, weil es gibt jetzt auch die Dezember-Maschine. Hier, wahnsinnig. Machen wir mal wahnsinnig. Einfach mal einmal wahnsinnig schlagen. Geiler Typ. Das gleiche gilt natürlich für Leon auch, aber bei Leon hatte ich nicht das Gefühl. Ja. Leon macht das schon. Lele. Was gut ist, ich muss ja auch gerade nicht zur Schule, so, ne? Von daher, war gut. Na gut, so spannend ist die Maschine jetzt auch nicht, ne?
Mir reicht. Tschüss. So, weiter angeln, Leute. Na, dann trefft ihr euch da. Ist doch super. Ich möchte den Angelteich nutzen. Nö. Also nicht hier im Chat, ne? Das ist privat. Sowas gehört nicht. Sowas gehört. Ich finde generell, dass Leute. Ich weiß, ich mache das auch manchmal so. Also prinzipiell so Sachen, so wie sich Leute und so weiter treffen privat. Das gehört irgendwie meiner Meinung nach nicht irgendwie so richtig in Chats rein, weil, naja. Weil es halt immer leicht ist, dass sich Leute ausgeschlossen fühlen. Weil sie kenne ich das halt von mir aus immer so ein bisschen. Deshalb, ja. Erzähl es ihm gerne privat. Weil es ja, glaube ich, jetzt eigentlich schon recht offensichtlich ist, worum es geht. Aber ne, ich denke mal, ich verstehe, ne? Okay. Wenn man eins effizienteste wäre es ja, wenn ich wirklich bewusst immer nur die glitzernden Fische hole, ne? Das heißt, ich brauche alles Mögliche an Ködern, ne? Yes. Also habe ich tatsächlich schon so überlegt, wenn ich dann irgendwann mal eine eigene Wohnung habe, spätestens nächstes Jahr sollte es ja soweit sein, dann werde ich mal ein paar Leute einladen. Also keine Ahnung, Gronkh und so, ne? Gronkh und Sarazza. Ah, verstehe, das. Nein, wir haben für mittlere. Wir haben kleine, mittlere und große Fische, das sind alle Fische. Das ist ein bisschen dumm. Dieser Köder ist dumm. So, ich kaufe mir hier so. Ja, wie gesagt. Mein Plan mit denen, ich kaufe den Best. Dieses 100.000 Ding. Nee. Ich muss ja die ganze Zeit Köder kaufen, ist voll dumm. Kann man sich irgendwo anders Köder kaufen? Ich glaube nicht, ne? Weil Geld hätte ich. Arschloch. Oh, das ist ein großer Fisch, ne? Richtig. Ich habe den großen Ködern einfach zu angeln, ne? Wobei, guck mal, jetzt hier brauche ich mittleren Köder, ne? Für den, ne? Weil ich habe keine mittleren Köder, er kommt dann nämlich einen kleinen Köder. Einfach mal so ein bisschen effizienter machen, weil ich habe auch nicht so viele Tage, ne? Dann machen wir, lass einfach das Spiel. Naja, sagen wir mal, den aktuellen Spiel schon nicht einfach habe, den lasse ich dann einfach so den Safe State, so. Und dann lade ich halt immer wieder neu, wenn ich noch angeln muss, so, ne? Nach dem Endgame, so, ne? Dann angeln wir weiter, ne? Nicht den verdächtigen Köder, bitte. Ich brauche auch mittlere Köder. Ich muss ja die ganze Zeit mein Geld für die Köder ausgeben. Das ist ein bisschen nervig so. Da, guck mal, da haben wir jetzt einen großen Fisch. Angeln. Der leuchtet ja, keine Ahnung. Der ist halt irgendwie golden so, ne? Das ist irgendwie ein bisschen. Ist das kein großer Fisch? Brauchst du dann doch den erstklassigen Köder oder brauchst du dann doch diesen. Jetzt haben wir diesen verdächtigen Köder, der funktioniert nur bei einer Fischart und das wird ja der Fischlein, der bei Regen kommt. Ich bin gerade irritiert.
Also brauche ich explizit für diesen Fisch. Der kommt näher auf jeden Fall. Puh, geil, geil. Gönn dir, gönn dir. 3000 Punkte kriege ich für den Wächter. Ich mach Punkte, ne? Ich mache auf jeden Fall. Guck mal hier. Das ist ein Zehntel von dem, was ich brauche, habe ich jetzt gemacht, ne? Von daher. Ist doch eigentlich schon mal ein ganz guter. Eine ganz gute Sache, ne? Look, Kitty. So, ne, alles vorspulen, ne, kennt ihr ja. Also spiele ich die ganze Zeit, so, ne, ich spiele die ganze Zeit alles vor, außer wenn man was Neues hat. Naja, kein Shido hier. Das sind alles Spoiler hier. Ich sag mal so, das Einzige, was uns bei Leon und Persona interessiert, ist eh, wie er datet. Mementos. Caroline Justine? Wollen wir Caroline Justine plätten? Machen wir, ne? Machen wir. Aber Hauser. So, das sind wir jetzt auch wieder. Jetzt, ne? Wir haben ja auch eine Rechnung offen, ne? Wenn ich Probleme habe, stelle ich es auch normal runter. Also, guck mal, weiß irgendwas über die. Ja, ich glaub, die werden keine Schwächen haben, so, ne? Guck mal, Hitzeanstieg. Make my decision. Ja, sehr gerne. Ich guck mal, wie es läuft. Ja, beim letzten Mal haben die halt meine drei Kollegen direkt abgeschlachtet. So, und ich konnte halt so ein bisschen durchschalten, weil es halt Satan hier ausgerüstet hatte, ne? Aber so, ne? Und ansonsten. Ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, mich erst auf eine zu konzentrieren. Je nach Spiel rastet halt die andere Figur halt noch mal doppelt aus, so. Was wir natürlich auch noch machen könnten, wäre maximaler Schaden. Muss er auch noch für eine Schiefwirt machen. Ja. Ich würde sowas unternehmen gehen, aber man kann ja mal probieren, ne? Ich muss erstmal heilen, auf jeden Fall.
Sehr gut. Ja. Ja, ne. Also prinzipiell halte ich da jetzt eigentlich recht gut aus, ne? Aber die halt auch, ne? Dass er selbst schon genutzt wird, aber ist okay. Ja, also jetzt erstmal noch nicht, wie gesagt. Erstmal mal den Kampf so, ne? Anders böse erwischt. Ja, wir heilen mal, ne? Stellt die TP aller Verbündeten wieder her. Ja, gönn mal. Und dann habe ich noch meine anderen Charaktere zur Verfügung. Ja, gucken, ob es jetzt irgendwelche Effekte irgendwie sinnvoll sind. Ich weiß nicht, aber konzentriere ich mal. Vielleicht den Angriff lang aller Gegner. Ja, Angriff aller Gegner wecken muss halt auch weiterhin machen. Sonst hauen die mir, glaube ich, auch so viel rein. Ja, komm, machen wir mal freidünen. Ich glaube nicht, dass die irgendwelche dass da irgendjemand irgendwelche Resistenzen und Stärken hat. Jetzt, wo ich doch gerade gesehen habe, dass man Angeln doch recht schnell geht, habe ich immer noch Bock, diesen Abzeichen zu haben. Aber sonst würde ich mir auch zu einfach machen. Was haben wir denn noch so schönes? Psycho-Wucht. Ja, dann bin. Naja, dachte ich mir. Ich greife mit Robi an. Na, konzentriert mal, ne? Ja, es geht halt daneben so, ne? Was haben wir denn da noch? Insta-Kill, ja bitte. Ich hasse Insta-Kill. Ja. Ich geh weiter auf Caroline. Wobei, vielleicht können die irgendwie wiederbeleben, so, ne? Ich weiß nicht. Ich krieg auch eine Belohnung, wenn ich verliere, glaube ich. Ne? Ich hab letztes Mal ja auch. Foto brennt. Die haben das Buch gelesen, ne? Die haben das Buch gelesen, glaube ich. Aber sonst dieses Kontern könnte auch mal sinnvoll sein, ne? Ich will die noch nicht wechseln, sonst wird wirklich erst beim Äußersten. Wirklich erst beim Äußersten müssen die Charaktere wechseln. Ich habe natürlich auch ein Erlösungsmedaillon, ne? Das könnte ich halt zum Beispiel auch jemanden umlegen. Ich bin konzentriert, glaube ich, ne? Ja, doch, ich bin konzentriert.
Das tat weh. Alle Wertmali auf. Ich dachte, hatten die überhaupt Wertmali? Ich glaube, die hatten, glaube ich, noch so einen Angriffsbuff, ne? Ja, doch, das hatten sie. Das tat weh. Ja, kommt das gut haben mit dem Notwechsel rein. Hm. Ja, mach mal. Sind die beiden, die am wenigsten wollte, aber ist okay. Es ist halt doof, ich glaube, das ist halt ziemlich dumm gewesen, weil es kann nicht die Toten nicht mal reinwechseln. Oh, nee, die haben wieder ein HP, TP, okay, interessant. Was ist Ansturm? Nächster körperlicher Angriff. Na, auch nur auf sich selbst, er sieht halt wie bei Ahn. Komm, dann machen wir mal Blitz, das kann ich irgendwie schocken. Komm, weg mit eurem Angriff. Okay, jetzt haben wir auch den Verteidigungsstoß nicht mehr, nur dann war der mit Jutsuke. Guter Ausgewicht. Ich hab auch alle meine Kollegen auf Level 10, das ist auch nochmal eine schöne Sache, aber Andre wird leider doch getroffen. Gut ausgewichen, Bruder. TP eine verbindet wieder her. Und wie immer hätte der Tina Schulz auch wieder einen höheren, ein bisschen mehr einkaufen können, ne? Bei der guten Ärztin habe ich auch nicht gemacht. Gut ausgewichen, Mona. Da weicht keiner aus. Die Greifen sind klug auf jeden Fall, was ihre Angriffe angeht. Wir Düden. Was habe ich denn noch so Schönes? Alice. Ryuji, verpiss dich mal. Boharu. Beide auch die Info für Eis haben. Das wird ein Treffer. Das ist ein Tod. Das ist eine Übergabe. Alle Wertmali aufgehoben von mir aus. Angriff auf alle. Der Konter war gut. Ich will jetzt mal Mona zurück. Was ist heiliges Wohlwollen? Belebt alle Gefallenen wieder. Das ist eine gute Sache. Das ist eine sehr gute Sache. Brauche ich gerade aber nicht. Als ob nur den Tetrakan. Ja, als ob die Magiekan habe ich weggeschmissen letztens. Ja.
Ich hätte halt eine erhöhte Verteidigung besser, diese Präzision ausweichen, weil das kann dann daneben gehen, so, ne? Wie bitte? Ja, das finde ich dann unfair. Warum wurde der Kampf jetzt abgebrochen? Tobi, erklär es mir bitte. Nächstes Mal wehrst du dich hoffentlich wie ein wenig. Lebensbalsam, danke schön. So. Gegenstände. Was ist ein Lebensbalsam? Ah, das ist sehr aufmerksam. Ah, verstehe. Naja, gut. Dann geh ich doch mal in die Einstellung. Nicht los, Spoiler ist schon, ja, komm, nee. Wenn man damals spielt, dann geht es wieder ganz frisch auf normal, so, ne? Dann gehe ich jetzt wieder auf normal runter. Haru. Makoto. Na, ja, Haru ist jetzt doch nicht mehr so geil. Ich würde schon damit anfangen mit dem Team, ja. So viel Schokolade, ja, genau. Meister Curry. Die ganze Giri-Schokolade. Teufelsfrucht. Teufelsfrucht? Warte mal ab. Oh, ich bin sauer. Also darf er auch nicht zu viel Zeit lassen. Ist ein... Ja, kann man machen, so, ne? Makarakan habe ich. In der ersten Runde bereite ich mich trotzdem mal drauf vor. Ja. Entkräften. Kräfte ich jetzt nochmal. Oder hau ich jetzt alles, was habe, in Caroline rein. Ich habe sowohl stärkeren Nahkampf als auch stärkeren Magieschaden. Und vielleicht kann dann gleich auch nochmal nahkampfmäßig reingehen. Yeah.
Da muss ich auch so ein bisschen riskieren, ne? Wert Mario aufgehoben. Habe ich noch einen Hitzeanstieg? Den habe ich noch. Ich hätte gerne nochmal eine All-Out-Attack. Ich meine Showtime, so wie beim letzten Mal. Das wäre super, super mega gut. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die eine Person die andere wiederbeleben kann, wenn sie stirbt. Aber gut, da muss er erstmal, das Risiko muss, glaube ich, ein bisschen eingehen. Um es dann einfach herauszufinden, so. Weil wenn es halt funktioniert, ist es halt gut, so, ne? Ja, heiliges Wohl wollen ist halt gut. Aber ich muss halt, naja, trotzdem immer ganz, ganz viel reindonnern. Und heilen. Das ist immer der letzte Versuch spätestens. Hi. Ich hasse es. Ich glaube, wir haben irgendwie Lex Personas oder so. Haben wir wieder nachgeschaut. War so eine Anzahl. Gute Arbeit an. Ja, aber jetzt der Anstieg, ne? Angreifen. Der Stream ist wieder da. Verteidigung gehören. Ja, das geht schon wieder auf Mona, ne? Aber keine Animation. Das heißt, er könnte ausweichen, tut er auch. Warte, wie sieht's aus? Ich bin mal auf Caroline auf jeden Fall fixiert. Heftiger Windschaden, ja, mach mal. Ja, mach mal. Einfach mal nur durchweg halt Schaden machen. Weil ich hab, da hat es irgendwie auch wirklich so zwei Züge, wo ich einfach gar nichts gemacht habe, ne? Von daher verstehe ich das schon. Ich bin noch da, die Verteidigung ist noch da. Ja, die Verteidigung ist noch da. Ja. Ich
Agidun. Er holt Feuer. Das ist meine Schwäche leider gerade. Mona wird jetzt auch getroffen. Sekunde, was war das nochmal? Weil der Wert mal die Aufgaben von mir aus. Ich glaube, die wären eh fast vorbei gewesen. Ich hab's befürchtet, dass das passiert. Das war eine volle Heilung. Leute dann erst Justine töten, weil die immer voll heilen kann. So ein bisschen. Weil die haben doch schon auch SP, oder? Haben die einfach einen SP-Vorrat, den sie aufbrauchen? Das finde ich gerade so ein bisschen demotivierend, weil, wie gesagt, es war ja nicht nur eine starke Heilung, es war eine volle Heilung. Das ist so ein bisschen. Geh auf Justine. Ich glaube, die heilen sich beide jeweils hoch, wenn nicht beide ungefähr gleich niedrig vom Leben her sind. Ich denke, deswegen hatte ich unter anderem auch immer nur den Tobi-Angriff gespammt. Weil der auf beide geht. Verstehe, verstehe. Das ist eine Vermutung, die ich hatte, dann werde ich glaube ich einfach... Ah, das soll aber auch keine Kräften machen. Das wären... Müssen ja beide in Kräften. Mach ich einfach nur mich stark und mach den Tobi-Angriff. Theoretisch mit Haru könnte ich dann auch mal so ein bisschen... Weil diese Kahn ist eigentlich auch mal recht gut, ne? Problem ist halt... Zeit hat er nur Joker, den Magie-Kern. Na gut, dann macht es einfach nur Flächenangriffe. Oh, und Justine da links. Links ist Justine, ne? Die kann irgendwie recht gut ausweichen. Okay, Mona wird getroffen. Erfahrungsgemäß tut das auch nicht so sehr weh. Ich denke jetzt schon wieder ihre Wert mal hier. Noch so ein bisschen. Machen sie nicht immer, ne? Aber machen sie halt. Der Tobi-Angriff war eigentlich auch recht stark. Ryuji. Wobei, der macht das nur auf sich selbst. Ja. Das hat gerade auch nicht reingegangen. Ja, weil ich konzentriert bin, ne? Weil ich gerade konzentriert bin. Ja, gehen wir hier auf Justin. Nicht konzentriert, sondern... geladen. Nee, also... Wie hast du das gemacht? Keine Ahnung. Ich hab gezaubert, ne? Ja. Aber ich habe gerade richtig doll Schaden gemacht, tatsächlich. Das ist wirklich. War das auch der Tipp, den wir hättest geben wollen? Guter Tipp. Unter Wunder, legt den Angriff der Gegner. Ja, sollte ich schon machen, so, ne? Finde ich schon sinnvoll. Selbst wenn sie dann wieder aufheben, naja, dann verschwenden sie dafür wenigstens einen Zug, ne? Wir sind noch, ne? Wie Info. Wir sind noch verteidigt. Also ich kann auch alle heilen. Nee, das war gerade nicht. Ach guck mal, aber sie sind zufrieden zu sein. Sekunde. Ja.
Mafridino, okay, das tut eigentlich keinen mehr. Wobei, bei Joker weiß ich halt immer nicht so ganz, ne? Oh ne. Die Flash-Angriffe sind sowieso immer nur. Das sind meistens die Sachen, die gar nicht so schlimm sind. Komet ist nicht mehr so stark, weil, naja, bin halt, glaube ich, nicht mehr geladen. Also halt. Ich habe halt auf mich selbst den Zauber gewirkt. So. Ich hab. Ich weiß auch nicht mehr. Denk den Angriff. Ja, mach jetzt mal. Ich glaube, einfach nicht abgelaufen, ne? Aber, ja. Okay. Ja, wie heißt das hier? Hitzeanstieg, das habe ich mit mir gemacht. Ein bisschen angreifen, ne? Ich bin auf jeden Fall schon auf Lavenza gespannt. Sehr schön. Weil da haben sie keine Zeit, ihren Buff runterzunehmen. Ja, die heilt uns jetzt, ne? Ist ein bisschen unnötig, weil ich eh jetzt mit Mona heile, aber naja, gut. Hast du, Tobi? 8-mal leichter Schaden, das ist halt ordentlich leichter Schaden, guck, wie sieht's aus. Ja. Der eine Mal, der hat mir so richtig 100, 200 da, das war halt wild. Ich muss die Verteidigung der Gegner senken. Kann irgendjemand die Verteidigung der Gegner senken in meinem Team? Ich werde es herausfinden. Was soll das heilen? Ganz ehrlich. Das war unfair. Das darf nur ich. Ich wollte auch mal eine volle Heilung. Mediarama. Wir spielen jetzt aber wieder nur auf normal, ne? Von daher ist es halt leichter als beim ersten Mal. Es gab trotzdem weiterhin beide an. Aber das ist letztendlich auch nur so ein Test, so, ne? Also ich glaube, die hören einfach irgendwann auf damit, I guess. Ah, ne, Tobi. Ja, heil, ne? Ist ja nicht Vanitas, wir dürfen uns heilen. Verteidigung aufgehoben, dann verteidigen wir uns wieder. Meine Leute sind noch fast alle jetzt. Nein, versteht ihr noch nicht. Versteht ihr erst in ein paar Wochen.
Ja. Klingt nach letzter Phase. Wir teilen die doch jetzt einfach nicht mehr. Ich glaube, die haben es davon und deswegen geheilt, weil es halt ein Test so, ne? Makoto. Oh oh. Oh, sieht gut aus, sieht gut aus. Makarakan. Bin ich noch geboostet? Nee. Dann boost ich doch mal kurz. Wo ist denn das hier? Spezialstieg. Mona. Heilt. Angreift auf jeden Fall an. Und Makoto gibt Mona. Meisterkaffee reicht. Gut ausgewichen. Komm an. Was hat der trifft diesmal, ne? Ja. Ich habe ich gerade aufgeladen, genau. Und jetzt mache ich halt weiter mit Tobi. Heilen? Nö. Bringen wir den Angriff. Ein Showtime wäre nochmal was, ne? Theodune auf Mona. Hat zumindest kein Auge gemacht. Aber ah, trotzdem. Aber Mona hält er eigentlich ganz gut aus. Das trifft natürlich, ne? Gut ausgewichen. Na gut, das ist ein Angriff auf alle. Der hat mir auch nicht stark sein wird. Makoto liegt auf dem Boden. Für die zieht jetzt ein bisschen mehr, wie das passt. Heilen ist doof. Mann, Futaba. Ich weiß, du meinst gut, aber nee. Achso, Tobi. Na, da muss ich mich letztens heilen, so, ne? Dann hau mal gerne raus. Ich denke mal, das ist jetzt kein krasser Spoiler mehr. Ja, dann greif halt an, ne? Wenn du nicht heilen musst, dann greif halt an, ist auch sinnvoll. SP-Items. Auch eine Möglichkeit. Makoto an. Ja, für Mona vielleicht nochmal. Passt, passt. Die Notheil, den Notwechsel habe ich ja auch noch, ne? Der wurde auch noch nicht verbraucht. Ja. Aber wie gesagt, Mona finde ich da ganz wichtig, mit der Mona zu kümmern, wie anderen beiden. Ja, die tauche ich dann ein und so weiter ist. Ja, schade, schade. Sekunde, ja, von mir aus. Ich könnte gleich nochmal eine Heilung, ne? Das stimmt tatsächlich. Da war es auch ein bisschen gelogen, als ich gemeint habe, alle hätten Level 10. Der Mona natürlich nicht. Lade ich auf. Mona heilt alle. Ich muss angreifen.
was angreifen. Die lohnt sich ja nicht ausruhen. Wen von den beiden? Ich greife Justine an. Ich könnte sie töten, aber ich habe noch so einen Verdacht, ne? Ich greife Justine an. Wenn ich sie jetzt noch hochheilen, dann würde ich sie jetzt auch wiederbeleben. Und von daher. Ja. Du meinst, dass sie wahrscheinlich auch nicht getötet hätte, von daher, ne? Das, reflektiere ich das nicht? Nee, gerade nicht, leider. Ich block's. Dankeschön für die Heilung. Ich habe mich gerade aufgeladen, ne? Genau. Ja dann, Tobi, du bist dran. Ich ging einfach daneben. Kann mal vorher hin, bitte. Ja, okay, wenn, dann hätte ich da wirklich auch jedem Hasso Tobi ausgewichen. Das ist dann doch so ein bisschen uncool. Na komm. Die Notrettung. Das ist ein gutes Zeichen. Die können sich sehr wohl in den jeweiligen Phasen, die die haben, nur heilen. Wie meinst du, was meinst du mit nur heilen? Du meinst, in jeder Phase können sie es einmal heilen. Was tat weh? Ja, was mit dem Heilen? Da war ich gerade ein bisschen irritiert. Ja. Ist okay. Ich finde schön, wie mich das einfach gar nicht tangiert, was die da machen. Okay. Ich wusste mich mal wieder, ne? Ich hätte Satanel wechseln sollen, ne? Naja. Samira Kami, der war, ne? Ja, ich gehe nicht auf Verteidigung. Die können mir ruhig jetzt wegsterben. Ich bin einfach mal so frei, das zu sagen. So meinst du. Okay, so hast du es gemeint. Okay. Ich war vielleicht dann nur am Anfang, so, I guess. In der ersten zwei Phasen, jetzt halt nicht mehr. Weil das ergibt ja auch Sinn, dass ich dann einfach noch heilen, ne? Weil die wollen ja so ein bisschen Herausforderungen geben und so ein bisschen durchhalten, ne? Und daher verstehe ich das. Inferno. Wen tut das weh? Auf mich, fuck. Hat auch nur einen Angriff nur auf mich. Ein Monat Aua. Der Psychokopf geht auf Makoto. Warum? Habe ich so wenig angegriffen? Ich hasse. Nee, das ist voll demotivierend. Naja, krieg ich nochmal eine Belohnung. Heilpetten, Kerle. Roma. Nein. Du hast alles richtig gemacht.
Das macht das nur unmotivierender, so. Niemand in deiner Gruppe kann Highskill verwenden, das ist traurig. Wir machen mal weiter, ne? Alle guten Dinge sind drei bekanntermaßen. Kann auch eine Schwierigkeitsgrad runtergehen? Ne, lass mal. Ich hab doch irgendwo so einen Scheiß, die hab ich doch gesehen. Ja, ja. Wir waren alle unten auf dem Boden. Ah, ja, okay. Verstehe ich. Ist trotzdem doof. Code brauchen wir ein bisschen was. Na komm, ich hab doch einmal ein SP-Item für alle, ne? Ich hab ne, bei 100 SP auf alle, ne? Ja, da kommt ganz viel neue. Ich mach mal die Schokolade, ich mach mal die Schokolade alle, ne? Hier, Marco kriegt seine eigene Schokolade. Naja, da war ja auch nicht mehr viel, ne? Gut. Ich mach das einfach nochmal so wie eben, ne? Aber stattdessen achte ich jetzt mal darauf, was ich mit dem Joker für Personas ausrüste. Das Problem ist, ich lese halt auch nicht direkt. Wobei, hier lese ich das dann, ne? Ja, hier lese ich das. Ich guck mal, was war hier das Problem? Okay, er hat die Elektroschwäche. Ich muss diese Schwächen eigentlich von diesen Leuten ausmerzen mit irgendwelchen Items. Ja, der ist egal. Ah, und sie hat Feuerschwäche, die alle. Ja, dann geht's nicht mehr zu ihr. Ich hab sowieso die ganze Zeit geladen, ich soll nicht zu ihr wechseln. Gut, die Aufnahme läuft wieder. Beendkräften. Ja. Eine Shizune übrigens. Benutze ich nicht mehr. Hat noch jemand anderes mit Zahnstück? Ich denke nicht. Ich glaube, lernt das jetzt irgendwie Haru? Oder so? Ganz spät. Die haben alle nur Sachen, die sie selbst helfen, wie halt Makoto, wie halt Ahn und Ryuji ihren Aufruf und dem Tobi-Typen Skillcard geben. Ja, das wäre natürlich auch eine Sache, ne? Na, ich guck erstmal danach. Bin ich eh verzweifelt, werde ich vielleicht auch einfach stellen. Ne, mal gucken. Das ist Runde 1, mal Sekunde. Ich glaube, ich sollte immer pro Runde immer nur einen Buff auf die zaubern, ne? Weil wenn die es eh wieder wegmachen können. Ja? Dass ich da vielleicht einfach nochmal so ein bisschen gebe. Weil ich glaube, es hat auch gar nicht so viel. Ich glaube, ich habe das Beste, was du hattest, irgendwie reingepackt. Weil so Feuerresistenz sollte ich irgendwie noch haben. Oder zumindest ausweichen, irgendwie sowas. Bitte keine Heilung. Danke. Ja, das ist gut. Tobi! Was ist denn hier das Problem bei ihm eigentlich? Oh, er wehrt Blitz ab. Blitzen heilig wehrt er ab. Sehr schön. Das haut rein. Auf sich selbst. Nur auf sich selbst. So ist halt. Sehr später kann es auch auf andere machen, aktuell ist es nur auf sich selbst. Okay.
Na, das ist demotivierend. Ich glaube, das machen sie halt nicht so oft, ne? Das machen sie halt nur so ein bisschen, um den Kampf in die Länge zu ziehen. Mal kurz einen Flächenangriff. Einfach nur, weil ich halt einen Magieboost habe, ne? Hier, Psycho-Wucht. Ne, Lucifer ist böse. Oh, was ist Lucifer? Guck mal, er annulliert. Körperlich. Das macht er halt hier nicht, so. Ja, komm, Lucifer. Hier, Morgenstern ist doch auf alle, ne? Ach so, ah, das meinst du. Das ist ein Argument für Ryuji auf jeden Fall. Das ist ein Argument für Ryuji. Heil doch mal bitte. Mediarahan. Genau, das hat Ryuji. Ja, der Angriff ist noch von denen gesenkt. Warte kurz mal. Habe ich nicht noch irgendwie Nahkampfboost? Ach, keine Ahnung. Man kann eigentlich auf beide gut schaden. Soll mal eine Person wird die andere gleich voll heilen, so? Weiß nicht. Angriff aufgehoben, dann muss ich wieder boosten, ne? Ist doch ein Hinterhalt. Nein, eigentlich nicht. Na gut, ne? Yoshitsune. Ja, Hitzeanstieg. Nein! Ja, gut. Ahn kann auch mal ein bisschen Aua machen. Ist okay. Ist doch gar nicht so schlecht, ne? Wir machen einfach zwei Leute, die Verteidigung erhöhen für alle. Ich hab irgendwie das Gefühl, wenn dann die Effekte nachlassen, die Bock haben, sie zu heilen. Ich weiß nicht, irgendwie kriegt das mal danach. Das tat weh so ein bisschen. Ne, Joker, jetzt bist du an der Reihe. Heilen. Ja, wäre auch eine Sache, aber ich krieg die jetzt hin, so, ne? Aber ja, eigentlich wäre es wirklich so klug, so zeitsparen, technisch so ein bisschen. Der Stream ist wieder offline. Naja, gut, ne, gleich. Kommt er wieder. 0 Kilobits pro Sekunde. Ja, jetzt bin ich weg. Ahn hat auf jeden Fall immer noch die Angriffskraft. Ja, greif an, ne? Gar nicht so verkehrt, das ist auch auf sie zu zaubern. Maracuja. Der Heartbeat für Athen, man. Ah genau, jetzt bin ich auch aufgeladen. Dann gehen wir noch wieder zu Tobi rüber. Macht schön Damage. Morgana. Halt in der nächsten Runde. Das ist glaube ich schon ganz... ist okay. Ahn ist mir noch geladen. Also dann greif an. Ich kann um die alle heilen, ne? Ja, mach mal. Das hält Mona länger durch. Ich habe so eine Minute, glaube ich, ne? Das ist halt, keine Ahnung. Ja, mach weiter. Ja, es heilt sich eine Person. Das ist halt wirklich immer eine volle Heilung. Es tut immer so ein bisschen weh. Die heilen sich einfach beide. Naja, gut, ist eine neue Phase. Die heilen sich voll. Ist okay, akzeptiere ich. Einfach weitermachen. Now we need it.
Vielleicht bin ich noch. Und warum ist Mona noch? Ja, das ist. Ja. Ja, denk mal. Ich heile mich. Ich muss mich mal. Monat noch. Nahkampf? Keine Ahnung. Entkräften. Ne, nicht entkräften. Weil wenn jetzt beide entkräfte. Ja, ne, das dauert zu lange. Ah, komm, gib mir. Ah, hier ist Nathaniel. Ja, guck dir gerne mal vor, die vom, da wo ich halt die als Thumbnail habe, da rein, wenn dich das interessiert, da wurde ich komplett auseinandergenommen. Verständlicherweise. Ja, greif an. Immer Schaden machen, das hat hier eine ganz wichtige Regel. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Lavenza dann genauso sein wird. Das tut weh. Na, geht eigentlich nur noch. Sekunde. Ja. Ja, deswegen mache ich auf die keine Entkräften mehr. Wobei, wenn ich mit Joker entkräfte und damit einen anderen drei ordentlich reinhaue. Ja, mein Stream, der bleibt, also keine Ahnung, ich verliere ab und an mal leider mal kurz die Verbindung, das ist komplett ätzend. Also theoretisch könnte ich halt mit Joker so entkräften, die anderen drei hauen so richtig rein. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, das ist verschwendete Lebensmühe. Danke, dass du mir glaubst. Konzentriert, ne? Aber ich gehe immer auf beide. Das glaube ich dann noch auf jeden Fall das Beste. Dann ärgere ich mich nur bei zwei Heilungen. Apropos Heilungen, ne? Ja, ne? Leider nur Medium, aber ist okay. Reicht. Oder war es kein Medium? War halt Media. Media heißt einfach auf alle. Naja, gut. Also muss da mein Internet sein, ne? Aber so andere Sachen funktionieren halt problemlos so, ne? Zum Beispiel mit euch Pummelparty spielen, ne? Pummelparty. Mona brennt übrigens. Machen wir einen Effekt auf die. Wertbohnen aufgehoben. Das geht auf an. Komm, weich aus, Baby. Na no. Ich hab mir kurz Angst gemacht. Ich hab diesen Dialog aber vorhin durchgeskippt. Weil ich, keine Ahnung, ich wusste, dass es ein neuer Dialog ist. Die fangen jetzt erst mit Psychokinese an, ne? Das hatten wir vorher auch. Machen, glaube ich, auch so gut als jetzt, so. Aua. Entkräften ist auch einfach doof, weil das geht ja nur auf eine Person, so, ne? Von daher, Entkräften ist kacke. Yes.
Oh, Kacke. Heilen bitte. Ja, mediäre Hand hat Makoto auch. Ich hab so wenig Schaden gemacht. Ah ja, ich mach jetzt auch nicht Schaden. Dann ist er aber auch einfach dumm. Sorry. War das Allmacht? So, angreifen. Ich bin schon wieder Maria. Fucking Maria. Ich habe die Maria nur rangeholt wegen Wind. So, ich wollte alle Elemente irgendwie so vertreten haben. Das hat auch nicht so gut funktioniert. Tasso Tobi. Ich fühle mich jedes Mal schlecht, wenn ich Tasso Tobi sage. Aber das klingt einfach falsch. Creating River in the Desert. Ich missbrauche ein bisschen Makoto fürs Heilen, damit er kann, weil sobald die leer ist, kaufe ich die ein. Dann kann die Mona ein bisschen ausruhen. It's Mona Mona! Ich habe theoretisch auch kein Problem damit, wenn die mir jetzt. Oh nee. Wenn die mir halt jetzt. Achso, Wert Mali nur, okay. Wenn die mir An und Makoto weghüllen, weil da kommt Notwechsel, ist ja auch gut. Hast du Tobi, ne? Hast du zwar Tobi nicht, aber hast du Tobi nutzt jetzt. Falsches Hehe. Denn. Ja, Hilfe. Heilen, ne? Nee, nicht heilen. Mach mal. Ich mach mal Makoto. Makoto heilt jetzt nur noch. Wobei man Code auf Verteidigung erhöhen muss, ne? Aber. Weil muss die nicht. Weil nach Makoto sind erstmal die dran und wenn Makoto dann verreckt, ist ja egal. Versteht ihr? Heilen. Also, wenn ich Makoto verliert als erstes ihre Verteidigung und dann greifen wir erstmal die an. Von daher ist das auch gar nicht so schlimm. Schön reflektiert. Mal frei dünen. Das ist okay. Angriff aufgehoben, das ist okay. Nicht entkräften. Hier. Kritischer Anstieg mit Satanael. Satanael hat übrigens auch alle Fertigkeiten, alle Stats auf 99 oben. Ja, greif an. Ich vermute mal, dass die neuen Phasen auch mal dann angleicht, wenn man eine gewisse Menge an Schaden gemacht hat. Weil, also so wirklich explizit. Naja, gut. Rallen auf hohem Heilen. Ich kann auch mit Items so Verteidigung erhöhen, sonst habe ich ja auch noch so ein bisschen. Gut ausgewichen. I'm ready. Danke für die Heilung. Kommt mal weiter mit Tobi. Ja. Habe ich denn irgendwie ein gutes Heil-Item, so? Genau, 100 für alle. Nicht so, ne? Ich habe auch Heil-Items. Pass auf mit Maria, auf jeden Fall. Habe ich sie gerade schon wieder ausgerüstet? Ich hoffe nicht. Aber ja, mit der muss ich aufpassen. Soma. Soma ist für SP. Für alle, für alle. Das habe ich auch von denen geschenkt bekommen nach dem letzten Kampf. Ah, ist full. Alles full. Das ist sehr gut.
Will ich jetzt, brauche ich jetzt nicht so, ne? Aber ist gut. Warte, dann machen wir das so. Oh, das ist ja auch so ein bisschen, ne? Ne? Hitze Anstieg. Machen wir es mal so. Ich kann einfach fünfmal so mal let's playen, meine Güte. Das ist ja beides daneben. Ich bin nicht Maria gerade, ne? Ich bin ja Chizune, also ja klar. Natürlich bin ich ja Chizune gerade. Ja, hast du Tobi hier? Einmal daneben leider. Ja, heilen. Ja, die spielen schon klug, aber nicht hundertprozentig klug. Warte, dreh dich mal. Ich probiere gerade ein bisschen darauf, dass wir gleich ihre nächste Phase beginnen. Ja, was ist mit ihr so? Ja komm, den Text kennen wir schon. Weil sie sich bei mir jetzt in der Phase irgendwie auch nicht mehr geheilt haben, ne? Keine Ahnung, bin ich wieder leer? Bin wieder leer. Nicht Maria, ne? Ganz wichtig. Kraft auch nicht. Metatron ist auch ein bisschen kacke eigentlich. Satanael. Einmal nur um dich selbst. Arne ist konzentriert, ne? Genau, Arne ist konzentriert. Ich kann darüber gut Schaden machen, sofern sie denn trifft. Dankeschön. Und Makoto. Haut demnächst ab. Hier. Einmal Resistenz, einmal geblockt, einmal daneben und Mona getroffen. Das wird wehtun. Nee, okay. Ah, ich bin gerade bei Satanael und dann gehen wir zu Hasotobi rüber. Mona. Machen wir einen Angriff. Ryuji. Komm mal her. Tobi mag den Outfit. Na, wollte ich jetzt nochmal heilen? Ich weiß, was ihr vorhabt. Mich kriegt ihr nicht runter. Die hätten mich gekillt, wenn ich Maria aktiv hätte. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, mal, ich bin noch geladen. Ich bin nicht mehr. Ja, stimmt, wir haben die gerade gesenkt. Satanael. Hitzeanstieg. Kostet halt auch weniger so, ne? Kostet auch nur 15 Lungen gegen Tante Maria. Ist ja noch ein Argument für ihn. Mona kann heilen.
Muss Schaden machen auf jeden Fall. Damit machen sie auf jeden Fall Schaden. Ich habe jetzt Schaden gemacht, das heißt, ich kann mit Ryuji. Tja, ne, Tobi? Ja, ich hab's halt weggemacht, das Ding, weil das brauche ich nicht mehr. Jetzt hätte ich das gut gebrauchen können. Ja, machen wir Walze. Oh, gut. Mapsiodyn? Das ist, tangiert jetzt keinen mehr. Unlucky. Ja. Bin geladen. Death Item. Ja, ganz gute Idee. Hier ran. Hm, jetzt wollen wir was anderes machen. Oder hier. Ja, ich wollte das, ja genau, hier. Ich meine, hier ist eine ganz gute Sache. Das jetzt einfach nochmal, ja, so macht es eigentlich auch so ein bisschen verschwenden. Aber ich benutze halt eh nicht so, ne? Es gibt kein, also keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es bei Maruki dann später nochmal so. Oder bei Justine und so, ich kann halt einen Zoom haben. Ich kann es ja glaube ich auch kaufen, so, ne? Von daher. Komm, ich gönn mir mal. So, verpitzt euch. Also ich hab euch lieb, aber verschwindet jetzt bitte aus meinem Leben. Okay, das war's mit ein. Ja, hab ich gedacht. Ich hab mir gedacht, dass das passiert einmal. 4000. Dann geht's jetzt aber. Dann will es jetzt aber eigentlich auch nicht auf die andere gehen. Ach komm, los! Soll das ja auch nochmal Recon benutzen? Ich weiß nicht, wie oft die das machen. Ob die das wirklich nur einmal jeweils machen. Ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich gleichzeitig umbringen muss, so. Aber einfach damit halt wieder so ein bisschen, ne? Das ist mir jetzt gerade eigentlich ganz zurecht. Na komm. Machen wir einen Turm. Okay, dann macht die auch nochmal Recon, so. Ich kann halt wieder beide angreifen, so. Ich muss halt nur daran denken, dass die mehr hat gerade. Das stimmt auch. Also die tun mir erstmal sehr weh. Komm an, du schaffst das. Ja, ist wieder Heilung, ne? Ja, ist jetzt nett so, aber irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, Verschwendung, zumal ich eh nochmal heilen muss jetzt. Komm hier, noch Megawalz auf Justine. Da haben sie ungefähr wieder gleich viel, sag ich dann einfach mal. Stark! Ah, okay, jetzt kommen wir in die Phase, wo ich verkackt habe. Ja, ich würde fast schon sagen, es wird nicht unbedingt schwieriger, aber die machen schon stärkere Angriffe. Das hier Donnergrollen zum Beispiel haben sie vorher nicht gemacht. Oh.
Penner, hab keine Slasher, ne, ihr Penner. Eiszeit. Okay, das war's auch mit meiner letzten Rettung. Ah, okay, verstehe, verstehe. So. Ja, die haben mich gerade. Mach ich den Anstieg? Du machst eine volle Heilung. Ja, ist schon irgendwie cool so, aber irgendwie. Ich mache halt die ganze Zeit das Gleiche so und es sieht länger, muss man theoretisch einfach nur aufpassen, dass man keine dummen Fehler macht. Aber wie gesagt, ich. Ja. Ist ja halt irgendwie nur so ein Fader beigeschmackt, dass ich es auch normal mache, aus meinem Tablet Blade normal. Von daher, passt das schon. Lohn an der Hölle. Ja, ja, jetzt hauen die halt die richtig starken Angriffe raus. Panther Way, das fällt da drüben nicht so. Klang auch danach so. Ja, aber die arbeiten jetzt richtig auf eine All-Out-Attack hin, ne? Das merkt man hier richtig. Ich kann es wie Hase Tobi machen. Was ist eigentlich Yoshitsune? So, jetzt müssen wir mal gucken. Yoshitsune, hat er irgendein Problem? Weil er wehrt sogar zwei Sachen ab, ne? Das ist halt richtig gut. Und die anderen Sachen, das ist halt normal, so, ne? Komm. Ja, machen wir einen Effekt auf die, ne? Beschäftigt die auch so ein bisschen. Konzentration. Alles klar. Danke für die Erklärung. Ja, ja. Die Anspielung auf Final Fantasy verstehe ich. Diamantenstaub. Komm an. Ja, du hattest schon oft Glück, nur irgendwann müssen die auch mal treffen, ne? Wir können das einfach nicht. Kosmisch flackern. Okay, das ist egal. Komm mal zurück, ne? Ich meine, wenn sie sehen, ist sie hübsch. Ja, heil mal. Aber jetzt muss ich angreifen. Ahne habe ich nicht aufgeladen, ne? Doch, Ahne habe ich aufgeladen. Sehr cool. Ich habe nur ein bisschen Angst davor, wirklich, dass ihren Weakham aus dem Weg zu gehen. Aber die heilen, aber ich sag mal, die heilen jetzt wirklich nicht. Ich glaube, die machen jetzt noch Weakham. Justine, ne, ja, der hat nochmal so ein bisschen mehr. Kann man das irgendwie genauer sehen? Wie ist das? Ja, nee. Weil die kann man. Ja, die hat auf jeden Fall ein bisschen mehr. Das hat Caroline und Justine leider egal, ne? Händler muss aufgeladen werden. Ich muss ihn aufladen. Bring new life, creating rivers, Händler, Desert. Ist Leon eigentlich schon auf die Arbeit verschwunden? Man weiß es nicht. Wer spielt da auch gerade World of Tanks? Ja, ein. Off water, that's all I need. Ja, greif an.
Hätte immer noch ein bisschen mehr, ne? Hätte auch ein bisschen mehr noch, ne? Ja, machen wir mal eine Megaweite. Ich gehe mal davon aus, dass... Ja, jetzt wird das irgendwie... Guck mal hier, wir haben nochmal ein Gespräch. Wie kann das sein? Also weiterhin das Gleiche machen und euch einfach nicht gewähren lassen, alles klar. Husten die selbst und ignorieren die Verteidigung oder explodieren die einfach. Gottes Urteil, ja gut. Block ich das nicht? Ja okay, jetzt kann man nicht kontern so, ne, aber... Ich hab auch gerade nicht an den Tobi-Typen aktiviert, von daher. Aber Dämonerlass und Gottes Urteil sind diese 50% Angriffe. Die ist eigentlich... Keine Ahnung, ich finde die ein bisschen seltsam. Ich bin geladen. Jetzt aber letzte Phase, ja. Konzentrier dich. Du konzentrier dich. Weil du kannst auch Flächenangriffe machen. Ich kann Ryuji an halt nicht. Deswegen konzentriert er sich auch nicht, sondern macht einfach direkt Flächenangriff. Na, Gottesurteil und das andere hatten sie noch nicht. Das ist jetzt neu, aber es ist halt immer ist ja keine Ahnung. Es ist halt 50% so. Ah, du hast sauber gemacht, guter Mann. Mona ist tot. Bin ich noch geladen? Ja. Ja, machen wir es mal so. Und Ryuji holt Mona zurück. Alle wiederbeleben? Nein. Lebenssalbe ist das. Ja, ich hab viele Lebenssalbe. Habe ich auch von denen bekommen nach den fehlgeschlagenen Kämpfen. So. Ich könnte jetzt für Ryuji das auch sein, aber es ist okay. Weil ich ihn dann gerne einfach wegwechseln würde, so eher, ne? Garudüne. Ah, das wird Ryuji nicht gefallen. Aber er greift. Ah, Technik. Die haben das Buch gelesen, ich hasse euch. Bin ich noch geladen? Ne, ich bin nicht mehr geladen. Dann lade ich mich nochmal auf. Die heilen sich auf jeden Fall nicht mehr, da bin ich mir eigentlich recht sicher gerade. Nicht Maria, ne? Sondern Josef. Das ist ein Awakening. Du meinst gegen Wind, ne? Ja. Aber ja. Trotzdem, die haben halt Mona mit Wind angegriffen wegen Feuer. ja, heilen, ne? Weil ich, wie gesagt, eigentlich ganz cool finde, wenn zwei Leute gleichzeitig sterben, so, ne? Weil, ja, da kommt Futaba, wechselt ein. Caroline hat doch ein bisschen mehr, also Justine, sorry, ich verwechsel die mal bei. Justine hat auch ein bisschen mehr, ne? Okay. Ah, ja, okay. Die Kaya, bitte nicht. Ja, die heilen sich nicht mehr. Gut, die heilen sich nicht mehr. Sorry, dass ich alles nicht direkt bemerke. Das tat weh. Diamantenstaub. Ich weiß, was ihr machen wollt, aber es funktioniert nicht. Ich glaube, wenn drei sterben, hast man Ahn. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass Ahn jetzt stirbt. Also nicht falsch verstehen, aber halt wegen Auswechseln. Ich bin nicht mehr geladen. Bestimmt haben sie weggemacht. Gut, dann lad mich nochmal auf. Okay.
Also Schaden. Zurecht, zurecht. Komm, töte Ryuji. Töte doch Ryuji, dann kannst du mal antöten, so. Ist er wieder auf mich? Ihr wisst, was ich will, ne? Komm doch, komm. Geh auf Ryuji. Dankeschön. Ryuji! Weich doch nicht aus! Ich muss Schaden machen. Ich mach weiter Schaden. So Schaden machen, damit die denken und mich töten so. Naja! Meine Güte. Ja, kriegen wir hin. Ich greife jetzt nur Caroline. Ich greife jetzt einfach nur Caroline an, ne? Ganz einfach, ich greife nur Caroline an. Mona kann sie gleich wiederbeleben. Nehme ich kein Wunschkonzert, so richtig. Sind 4000, hat sie. Schon Media-Rahmen. Samerika, ne? Hier für Tobi. Konzentration. Verteidigung von allen bitte erhöhen. Ich bin lange dabei, die Aufnahme geht 41 Minuten, aber ich glaube, das ist nicht der erste Versuch, ne? Ja, habt ihr doch mal eine lange Persona-Folge? Und ihr habt doch schon vermisst diese langen Persona-Folgen. Wir haben noch nicht fertig geangelt, ne? Was kann denn drauf kommen dann machen? Wie geht's mir? Ich bin geladen. Was habe ich denn hier noch so? Theodüden. Nein. Piss dich. Lodernde Hölle, Gottesurteil. Lodernde Hölle geht auf alle, ne? Ja. Inferno geht nur auf einen, ne? Da wird mal gucken, ob Alice irgendwelche Manka hat. Das ist okay. Wie auch immer das nur einen trifft, aber ist okay. Das hat es aber auch nicht so reingehauen. Bin ich konzentriert gerade? Ich bin konzentriert. Sehr gut, Agidyn. Besser als der Angriff von Joker auf jeden Fall. Aber irgendwie gefällt mir der Kampf, so. Also, kann ich nicht in der Dämonen, das ist mir halt komplett egal. Ha, Loser. War, dass du das blockst. Vielleicht könnte man das jetzt auch machen.
Im Fasten konnte ich sie. Also ganz zum Schluss kann ich aber glaube ich alle entkräften, so, ne? Wenn es dann wirklich Schlag auf Schlag kommt. Instakill. Nicht noch geladen. Bin gar nicht, überhaupt nicht mehr geladen. Hüfte Anstieg, dann bitte einmal. Wie du. Ja. Ich sehe es so, wenn dann dieser Notwechsel kommt, dann holen die einfach Makoto wieder rein. Ich bin immer noch geboostet, ne? Ja. Die Weltenschlange ausgepackt. Wenn ich meine Weltenschlange mal auspacke, dann schreien immer alle, ich weiß auch nicht. Dann holst du dich halt noch nicht zurück. Ich kann gerne Mona töten, das wird nicht passieren, ne? Dekaya. Zwei Merikam kann ich sogar nutzen. Sehr schön, dann machen wir mal. Ich werde noch einen zweiten Loma benutzen. Ja, das ist gut. Eine Hölle. Genau, ist tot. Das wird niemanden töten. Bin ich noch beladen? Nö. Oh, okay. Nein, bitte tu das nicht. Natürlich ist noch immer gut wieder da. Hab ich auch weitere Leute. Ich habe auch keine anderen, glaube ich, daher. Ja? Nee, ich habe keine anderen. Gut, neues Team, neues Glück, ne? Hitzeanstieg. Also Hitzeanstieg, ich bin geladen, ne? Ich bin elektrisch geladen. Das kann ich halt Makoto so boosten mit Items nutzen. Erlösung ist. Ja, nochmal so Verteidigung erhöhen, ne? Das ist eigentlich nochmal ganz gut. Mit Verteidigung von allen. Ich muss doch mal angreifen, das habe ich nämlich gar nicht gemacht. Nein.
Na, ah, Yusuke gefällt das nicht. Gute Arbeit, Yusuke. Keine gute Arbeit, Yusuke. Das ist doch gute Arbeit. Sind alle noch am Leben? Okay, jetzt hoffen wir mal. Zu spät. Besser gewesen. Der macht halt schon viel Schaden, so, ne? Ich kann das nicht mehr. Das ist die. Also angeln werden wir heute auf jeden Fall nicht mehr, ne? Kein Notwechsel mehr, ne? Ja, weil wenn es getroffen hätte, ne? Ich verstehe ja, weil ich dachte so, okay, ich mache sie hier schwach, aber ja. Ich hätte es auch gemacht, wenn ich die Nachricht vorher gehabt hätte. Kein Freund. Also soll das wirklich nicht sein. Ist einfach nur, ich muss halt schnell nachdenken, so, ne? Wobei ich eigentlich gar keinen Zeitdruck habe, so. Was mache ich jetzt? SP brauche ich ja nicht wiederherstellen, so. Ja. Ne? Das ist doch jemand, was ich lernen will. Beim nächsten Mal. Ich weiß. So war es wie gesagt auch nicht gemeint. Aber ja, ich hab halt wirklich keinen Stress, so, ne? Es nervt mich halt einfach nur. Jetzt hab ich keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich zähme nicht alle Boni auf, ne, und war komplett Verschwendung gerade, wilder Donner. Das juckt keinen. Kribbelt halt nur so ein bisschen. Dankeschön. Der hat ja gar nicht so viel da, ne? Ich glaube, so einmal ein Doppel. Einmal so ein. Flash-Angriff hält sie, glaube ich, aus. Natürlich nicht. Natürlich hält sie das nicht aus. Da war das Notfetter Balken. Kampf macht keinen Spaß, wirklich. Es ist einfach nur Glück. Also kein Glück am Ende als Timing, so. Es ist halt einfach, ja, hat jetzt nichts mit Können zu tun, einfach nur richtig machen. Ja. Also einfach nur nervig, so. Dass es einfach nicht endet. Hier, vergiss, wie man heilt. Boah, glaube ich, noch mal ein Loma, ne? Na, ich kann nicht wieder beide angreifen, ne? Jetzt kann ich wieder beide angreifen. Also, Tobi ist eh ein stärkerer Angriff. Muss er treffen, ne? Muss er treffen. Ja,
Ja, aber beim nächsten Mal auf jeden Fall hast du Phobie. Mona, ich brauch dich. Ein bisschen ausgleichen. Prüfewort. Wie viel man später habe ich jetzt schon? Ich glaube 45 Minuten hier davor. Details, Eigenschaften, Details. Jetzt sind wir bei 2 Stunden in Videoslänge. Ich hab meinen Effekt verloren, ne? Ja. Du rastest bitte an. Oma ist eingefroren. Heftig. Na komm mal zurück. Wird die Musik da oben in den Lautsprecher abgespielt oder was ist das hier? Ja, nicht mitbekommen. Ich bin ja sehr tief drin in der Materie. Weich doch nicht aus! Ich glaube, die hat da so einen Vorteil gegenüber. So Schussattacken, atomares Flackern, Haru, RIP an der Stelle. Ah, okay. Wir kommen zurück. Nur mit Mona wieder den Effekt lösen, ne? Dass sie da geringere Ausweichen Positionen haben. Oder mit einem Item. Wobei, Joker ist halt leider der Erste, der dran ist, immer. Ich hasse dich! Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis man so mal hinten muss, ne? Also ich kann mir erstmal 3 Wochen eine Pause gönnen danach. Bis gleich. Wenn ich dann weg bin, dann weißt du Bescheid. Gruppenverteidigung verstärkt, dankeschön. Bin noch nicht geboostet, ne? Dann mache ich das mal wieder.
Nächster Anstieg. Nicht du. Du. Was ist da auf Discord los? Was ist da im Friesen-Shirt? Weiß im Speck geht, okay. Ah ja, genau, das wollte ich machen. Ja, heilen. Und Haru einen Angriff machen. Ich habe jedes Mal Angst, dass sie noch auf die Idee kommen, hey, wir beenden mal den Kampf, weil das lange dauert. Ich gebe ungern zu, aber wir haben nur mit viel Glück gewonnen. Willkommen zurück. Ah, für alle 100. Oh. Ich hab's jetzt für alle. Sumire. Sumire Schokolade. Bau schon mal ab, ne? Hm. Das ist eine Frage. Warum läuft überhaupt der Stream noch? So, ich habe es auf einfach gestellt, ihr habt alle gesehen, ich weiß, wie der Kampf funktioniert, ich weiß, wie ich ihn lösen kann. Ich mache es auf einfach, ich will jetzt einfach diese fertig machen. Sorry. Aber ich lieb. Der war auch nicht mehr lange, der war lang, wurde lange nicht mehr genutzt, der Command. Danke, Tobi. Das ist einfach nur komplett scheiße. Es dauert stundenlang und dann denken die sich, ja komm, wir beenden jetzt den Kampf, weil du ein HP so wenig Schaden gemacht hast. Und das ist kein guter Kampf, sorry. Ich hab vorhin gesagt, ich hab Spaß mit ihm, aber nein. Ich muss das rausschneiden. Ich nicht. Also doch, ja, bin ich. Ich mache kaum Schaden. Wir dürfen nicht vergessen, spielt auf einfach, ne? Aber wie gesagt, ihr habt gesehen, ich weiß, wie der Kampf funktioniert. Ich weiß, wie er funktioniert. Keine Ahnung, woran lag es gerade, dass ich es verkackt habe? Ja, ich hätte einmal mehr angreifen müssen und nicht zu viel boosten sollen. Ja, okay.
dass man das halt nicht macht. Das ist halt hier so ein bisschen die Herausforderung und keine Ahnung, ist halt dämlich. Willst du das denn bei mir angucken oder wirst du es bei den Labs erleben? Erlebst bei dir selbst. Ich glaube, das gefällt. Ich glaube, das hast du dir verdient. Weil gerade was Persona ist. Danke, Nightbot. Ich habe nicht durchgeatmet. Schlechtes Spiel natürlich. Nein, keine Ahnung. Entkräften? Nein, wir entkräften hier nicht. Ist ja theoretisch auch immer noch ein älteres Spiel. Die haben es wahrscheinlich so ein bisschen aufpoliert, aber so prinzipiell ist es immer noch ein älteres Spiel. Und keine Ahnung, 2009. Ja, 2009 erschien, glaube ich, Persona 1 Remake. Genau, das stimmt. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, Mitte April. Start ist halt als Montags April. Ja, heilen wir mal ganz gut. Nur weil die mir jetzt weniger Schaden machen, soll es trotzdem lieber möglich werden. Ich bin konzentriert, glaube ich, ne? Ne, weit in der letzten Runde. Muss ich doch jetzt. Makoto hat auch heilen. Ja, Schnauze. Ja, ich verstehe ihn halt, es ist halt, ja, es ist halt schon eine gängige Mechanik, so, ich verstehe es auch und so weiter. Ich hätte eine Einzel einfach Hasso Tobi benutzen sollen. Das war halt so mein großer Fehler. Du meinst quasi, jeder kann nur einmal heilen? Ich glaube, der hat eine Vollheilung, die hatten wir noch bis zum letzten Mal nur ein einziges Mal, ne? Also das kann sich wirklich jeder nur einmal heilen, so. Also kann jeder nur einmal heilen anwenden, keine Ahnung.
und kein Showtime. Ist das zu schwach? Ja, eigentlich, so schwach war es jetzt nicht, also daran liegt es nicht, was im Hintergrund. Ja, den Punkt. Also manchmal war das sinnvoll. So, wenn halt wirklich einer recht niedrig war. Aber jetzt, so jetzt in der Situation sollte ich das nicht tun. Das stimmt auf jeden Fall. Danke, dass du mich darauf aufmerksam hast. Aber wenn jetzt halt einer nur niedrig ist, dann kann man das schon machen. Aber ja, ja. Heilen. Ah, das ist hier blau? Okay, verstehe. Verstehe. Also, lila, rosa heißt, ich habe noch einen Magie-Buff und das ist, ich habe noch einen physischen Buff. Das ist eine sinnvolle Wahl. Das heißt, ich habe jetzt Magie, das heißt, blau ist Magie. Ich würde ja sagen, das wäre lila, aber ist okay, oder rosa. Aber ja. Ich darf stürzen, danke schön. Dann mach halt mal einen Windangriff auf beide. Nee, ist schon so rum, wie ich es gesagt habe. Das Grün ist halt physisch und Blau ist Grün. Nee. Grün ist ein physischer Buff und Rosa ein Magie-Buff. Weil Joker hatte ja noch den Magie-Buff und weil es halt vorher habe ich halt, ne? Joker hat halt gerade den rosanen Buff und er hat halt entsprechend konnte er noch Magie machen, wie wir gerade gesehen haben. Ja. Ja, aber jetzt einen einzelnen Flächenangriff. Aber so einen einzelnen Nahkampfangriff mache ich jetzt mal nicht, ne? Es ist halt genau die gleiche Farbe wie halt auch TP und SP. SP Magie, TP. Also SP ist halt rosa, ne? Und TP ist grün. Nein, ist verboten. Ist verboten. Danke. Ah. Mir vorhin ist immer aufgefallen, woran das denn jetzt wirklich markiert wird, aber daran. Magu. Da sind doch alle. Nicht noch geladen? Nö. Mach was mal, so Tobi. So, damit sich Monats Heilung mehr lohnt. Ich könnte auch noch ein Stück Makoto heilen, aber ne. Makoto kann einmal die Verteidigung erhöhen. Aber das Angeln machen wir natürlich nicht fertig, ne? Wie gesagt. Vielleicht kümmern wir uns noch kurz um den maximalen Schaden. Du meinst weniger. Okay, das Ding wird eh weg, hört mich nicht. Nicht noch gebufft. Nächster Anstieg, bitte. Ah, genau, den habe ich da gerade nicht gemacht, genau. Aus Gründen.
Ja, jetzt muss ich angreifen. Also kein Heilen jetzt. So, denke ich mal, okay. Karodyn, na gut, das. Weil Mona brennt. Dann ist halt auch ein Problem. Also perfekt überwunden. Heilen bitte. Ich hab noch 100 SP. Keine Ahnung. Weil ich ein schlechter. Weil ich. Keine Ahnung. Inkompetent. Keine Ahnung. Liegt daran, dass Leon den Raid Command nicht hinbekommen hat. Konzentrier dich mal an. Wenn ich das richtig verstehe, heilen die jetzt nicht mehr. Klappe jetzt. Ja. Yeah. Dann mache ich jetzt Stumpf durch. Ich hasse euch. Also, die beiden da. Ach so, war doch nicht ernst gemeint. Aber ja. Vielleicht doch. Hallo Tobi. Magoradyn. Das ist jetzt ein Walkthrough, kein Let's Play. Ja, das ist ein sehr guter Walkthrough. Wie man 2 Stunden lang an den Mädels sich verzweifelt. Ja. Lavenza macht es auf jeden Fall auf 99, ne? Ich bin konzentriert, ne? Oder heilen die jetzt nochmal? Ich hoffe nicht. Ich will jetzt einfach für den Scheiß einfach fertig machen. Wenn die Verteidigung gewinnt. Bakugan. Danke für den Konter. Also ein bisschen doof, ne? Jetzt hat die eine halt mehr weniger Schaden, ne? Weniger Punkte. Könnte ich, aber... Irgendwann mal den Shijo-Kampf habe ich ja schon aufgenommen. Der ist jetzt auch schon auf YouTube, so. Aber ich hätte gern, so noch so einen relativ, akkuraten Bosskampf gegen den Gott der Kontrolle. Von daher, ne? Danach fahre ich mich dann auf jeden Fall hoch, ne? Wenn ich dann im dritten Trimester bin. Ja, also. Das ist wieder so ein bisschen ausgeglichen. Ich sollte mich mal heilen. Ich wollte gerade diesen Konter, den ich halt gemacht habe, wieder so ein bisschen ausgleichen. Ich glaube, da habe ich hinbekommen. Weil wenn jetzt so einen Abstand 100 haben, ist ja auch nicht so schlimm, so, ne? Das kann man ja dann schnell hinbekommen. Guck mal, da hat er schon wieder gemacht. Was ist hier? 689, Leute, 689, das ist ein Zeichen. Dass ich mich jetzt erstmal auflade. Nein. Können auch alle Personas hochmaxen, so, ne? Ja, Dino. Vielleicht hole ich mir doch noch das Angelabzeichen, ne? Alter, im dritten Trimester. Übrigens, was halt wirklich auch ein richtig krasser Buff ist, ist immer ins Fitnessstudio zu gehen. Mit Proteinen. Man hat nicht immer Proteine, aber Fitness auch ohne Proteine. Im höchsten Fall kriegt man immer 9 TP und 7 SP dazu pro Besuch. Wenn man dann ganz gut mit, mit dem Dummy trainieren kann, ist das einfach mega. Ich habe mich gerade geboostet, ne? Sonst heißt, wir greifen an.
Scheiß machen wir nicht. Da hat jetzt Caroline ein bisschen mehr. Danke für die Heilung. Ja, also Tobi. Wollte fein gehen. Ich hätte ein bisschen mehr, so. Eigentlich sollte die jetzt noch nicht töten, so, ne? Das ist gut. Du greifst jetzt nicht an. Oder halt euch jetzt nochmal. So, Tobi. Dankeschön. Kommt das Thumbnail. Ja, 4 Level ab. Ich sind halt leider nur 4 Level, weil ich auch einfach spiele. Auf dem höheren Schwierigkeitsgrad würde ich mehr Level Ups bekommen. Habe ich schon ausgefunden. Auf höheren Schwierigkeitsgrad gibt es auch mehr EP. Ach, Twitch. Ich würde ja sagen, Tobi, was ist denn los mit dir? Aber mir ist es halt auch schon mal passiert und das kann man einfach nicht erklären. Mittelspieler, glaube ich, Schaden bei allen Gegnern. Ja, auf alle schon gut. Sinnverstärkung. Ja, komm, dann kann das hier weg. Feuerverstärkung. Ja, man, die Sachen sind eine Brand. Weil der Effekt zu brennen. Erzeichen. Konzentration. Den Angriff aller Gegner. Ja. Weg damit. Propal, schwer, heftiger Schaden bei allen. Haben wir nochmal Nuklearverstärkung. Ah, nur weg damit so. Schusswaffenverstärkung, weiß ich nicht. Es halt, nimmt halt einfach viel zu viel Platz weg, dass Haru irgendwie noch auf Schusswaffen wusste so. Finde ich halt irgendwie so ein bisschen, ja. Amarita-Schauer. Komm weg damit. Er war schon Amarita-Schauer. なこんなことが不思議だ最大級の屈辱のはずなのに何か吹っ切れたような晴れ晴れとした気分だ。また、お姉さまたちに叱られるな。俺、Schwestern。力を司る者なんて言って、所詮は全てを測れるわけではないってことだな。 Sind das die Leute, die in den anderen Personaspielen hier neben Igor stehen? Ist ja auch nur kein Plastik gerade, ne? Vielleicht darf komplett Final Fantasy jetzt spoilern. その話残ってたのか。実は我々は時折自分が自分でないようなそんな奇妙な不安定感を覚えることがあるのです。え、囚人を真っ当な構成に導くべき監守が自分の正しさに疑念を感じている。こんな恥ずかしい笑い草があるでしょうか。なんだそん。 カロリーヌは羞恥を感じないのですか？何の話だと思っていたのです。もしや、
Siegespokal, was ist denn das? Wäre besser als die 100.000 Punkte beim Angeln? Ich hoffe doch. Penner. Wir wollten doch bestimmt, Tobi, du willst doch bestimmt, dass es auch, wobei, egal. Das ist Lavender-Streamer, das ist mir gerade eingefallen. Nee, warte, du willst ja wahrscheinlich bei dir selbst erleben. Ich mach so, wie es für mich am besten passt. Was haben wir denn bekommen? Gegenstände. Nach Justine nur. Das erklickt bis danach, dass es die Erlaubnis ist, gegen Justine zu kämpfen. Ist okay, nehme ich mit. Ich würde es gerne noch eine Kleinigkeit machen. Ich weiß nicht, ob es das noch so früh ist, aber ich würde gerne maximalen Schaden. Ich speichere mal kurz ab, ne? Ich würde gerne maximalen Schaden verursachen. Persona. Was kann der Pokal? Das ist eine berechtigte Frage. Ich hasse euch. Manchmal hasse ich euch. Ich möchte maximalen Schaden verursachen. Vielleicht muss ich irgendwie hochboosten. Das kann ich ja mit meinem Hitzeanstieg, das ist ein Accessoire. Ja. Der scheinbar keinen Effekt hat, so wie ich das lese. Ich will mich hochboosten, ne? Was brauche ich dann da noch? Die Verteidigung des Gegners senken. Was habe ich potenziell als Item, ne? Ich glaube, so als Fähigkeit habe ich das jetzt nicht. Als Verteidigung auf alle, klar, Tetrakan. Die Vertrauten so.
Nur theoretisch nur eine Persona finden, die eine Schwäche hat. Und dann diese Schwäche nicht mittendrin. Na gut. Mich boosten. Einen stabilen Schlag in die Reihen, dann gucken, wie viel ich bekomme. Danke für die Aufladung. Oh, naja. Das habe ich eigentlich oft auch immer schon gut Schaden gemacht bei Gegnern. So, keine Ahnung, dass man mit Ahn zum Beispiel auch von so 3500 Schaden gemacht habe bei einer Persona so. Das ist auch Eis, ne? Wind. Wind und Feuer. Hab ich das? So, oder eine Hölle ist doch, ne? Na, ist bei allen. Ich möchte irgendwas, was nur auf einen geht. Mann. Meine Güte. Inferno geht auf einen, ne? Ja, und dann Kräften, genau. Dann Kräften ist auch eine Sache. Gut. Hält er 3 Runden, so, ne? Weil die anderen kann es ja töten, so, ne? Und dass alle aus Soka gehen. Ja, dann mache ich mich selbst stärker. Und dann mache ich jetzt nur Inferno und guck einfach mal, was raus ist. Oh, heftiger bei einem. Ja. Habe ich halt nicht. Das hat Ahn auf sich, ne? Vielleicht wird es wahrscheinlich dann, wenn es doppelt ist, nur dann sollte es eigentlich auf jeden Fall passen. Ja, ich muss das mit Ahn machen. Ich glaube, wenn ich es dann später im dritten Trimester mit Ahn mache, komplett vollgepumpt, dann ist das, glaube ich, dann kriege ich das hin. Ich guck einfach im Internet. Der Doppelt hätte mir halt auch nicht geholfen, so, ne? Gut. Ab nochmal. Leblanc. Level 1 liebt es, bin ich hier nur. Ich muss auch eine Schwierigkeitsgrad ändern, ne? Damit in der nächsten Folge keiner von mir schlecht denkt. Gut, ne? YouTube. Es war ein Auf und Ab, aber wir haben den Bosskampf zumindest geschafft. Das heißt, ein Retro-Achievement. Ja, ich denke mal, im Rahmen der nächsten Folge werdet ihr dann auch das restliche Angeln sehen. Je nachdem, wie es für mich läuft, wie Bock ich habe, kümmere ich mich vielleicht auch noch darum, das das Abzeichen zu holen, dieses Ausweichabzeichen. Aber auf jeden Fall im Rahmen der nächsten Folge seht ihr dann auf jeden Fall Sachen und ich denke mal, ja, den Gott der Kontrolle solltet ihr dann eigentlich auch am nächsten Mal sehen, weil was anderes kann ich halt eigentlich auch nicht machen als Bosskampf und ne. Ja. 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 Irgendwie wird dann wieder eine Stunde schön füllen. Dankeschön fürs Zuschauen.